Gericht heute. Fühlt sich nicht so, oder was? Nicht immer hinter mir lang gehen. Komm, ich klaue die Leine. Leine, mit der Leine. Warte. Tag, heute ist Samstag, der 23.04.2016. Und wenn die Leute anfangen würden, ihren Blinker zu benutzen oder meinetwegen auch Richtungsanzeiger oder wie man sonst noch so sagt, dann würde ich auch wissen, wann ich über die Straße gehen kann und wann nicht. Und würde nicht überfahren werden oder ewig an der Straße stehen und nichts passiert. Oh, ich glaube. Oh, das ist eine Katze. Komm, komm, geh mal. Vorhin schien so doll die Sonne und ich dachte, bist du mal mutig, ziehst nur ein Pullover an statt zwei wie die letzten Tage. Das bringt mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee war. Ist doch ein bisschen frisch, gerade jetzt, wo die Sonne wieder weg ist. Und scheiße. Und windig ist hier auch noch. Mann! So. Das Video. Mal sehen, ob das was wird. So. Ist auf jeden Fall schon zu sehen, dass Wochenende ist, oder? So viel wie hier los ist am Strand. Na, ist immer noch nicht viel los, aber mehr als gestern und vorgestern, immerhin doch. Schlafen alle noch. Nachmittags ist mehr los. Ich sitze hier momentan echt gerne, wie ihr schon festgestellt habt, und das hat, ich glaube, das liegt daran, weil ich hier irgendwie momentan irgendwie am besten zur Ruhe komme und über Dinge nachdenken kann, wie ich Dinge anstelle und angehe. Guck mal, die sind voll aggressiv. Die streiten sich, guck mal. Geh mal dazwischen. Außerdem kann ich hier Menschen beobachten, das mache ich gerne. Ich setze mich gerne irgendwo hin und beobachte einfach Menschen. Und wenn keine Menschen da sind oder ich auf Menschen keine Lust habe, dann kann ich einfach so aufs Meer schauen, was auch total toll ist. Als meine Schwester da war, war es natürlich für meine Schwester, weil die kommt ja nicht her, um in den Wald zu gehen mit mir und dem Hund, weil in den Wald gehen kann sie in Uckermark auch und das wahrscheinlich sogar besser. Aber ja, ich habe so ein bisschen Gefallen gerade dran gefunden. Und warum ich gerne Menschen beobachte? Wegen sowas. Ich weiß es auch nicht, aber es ist lustig. Wird wahrscheinlich einen Grund haben. Und wenn nicht, dann ist es so. Sowas beobachte ich jedenfalls nicht gern, aber ich weiß auch nicht. Ich sehe noch keinen Grund da, mich da einzumischen. Darum finde ich so aus, als wenn er sie belästigt hat. Außerdem kennen sie sich und wer weiß. Keine Ahnung. Wer weiß, was sie oder er oder die beiden für Probleme haben. Das ist nicht meine Sache. Kaum Brotkrumm hingeschmissen, wurden aus den drei plötzlich mehr. Und jetzt guckt mal, wie schnell da wie viel da ankommt.
ganz nachvollziehen kann ich das ja nicht, warum Menschen daran Spaß haben, die Möwen hier zu füttern. Aber hey, wenn sie daran Spaß haben, sollen sie es machen. Das heißt, sie sind schon deutlich mehr unterwegs. Hinten sind schon die ganze Zeit da. Hier sieht man jetzt nach und nach immer mehr kommen. Das ist immer ganz spannend. Die meisten kommen aus Richtung Polen. Sind aber gar nicht Polen, sondern die kommen einfach nur von da hinten, weil sie von den Hotels da hinten kommen und dann am Strand lang gehen, um Richtung Ahlbeck zu kommen, zur Seebrücke und in den Ort. Deswegen kommen die dann meist von da hinten. Nachmittags, abends oder so gehen sie dann die Promenade lang zurück. Menschen sind alle gleich. Das ist wirklich für jeden Tag so. Wie so ein Herdentrieb. Willst du mich einbuddeln? Guck doch mal an. Fragt, warum ich meistens die Kopfhörer hier drin habe, das Headset. Manchmal höre ich da auch Musik. Am Strand aber habe ich die Musik immer aus. Ich habe sie halt an, dass ich mitbekomme, wenn mein Telefon klingelt. Weil ich habe das selten so laut, dass ich das hören würde, wenn ich es in der Tasche habe. Und außerdem hat es einen ganz großen Vorteil, wenn du den Kopfhörer drin hast, quatschen dich nicht so viele Leute zu. Weil sie denken, du hörst Musik oder hörst sie eh nicht. Deswegen habe ich die Dinger meistens drin, obwohl mich dieses Kabel ständig nervt. Da bleibt man immer dran hängen, es bleibt irgendwo hängen und ich hasse Kabel. Das letzte Auto, bevor ich über die Straße gehen konnte, der Typ da drin, also der Fahrer, der hat sehr verdutzt geguckt wegen der Kamera. Ich glaube, der hat gedacht, ich habe so ein Geschwindigkeitsmesser in der Hand oder so. Wir können gleich nach Post gucken, ich bin schon durch. Keine Post bedeutet keine Rechnung, das ist gut. So, ich glaube, das war schon wieder mit dem Vlog. Ich muss jetzt duschen gehen, dann muss ich mit dem Hund nochmal raus, dann muss ich zur Arbeit. Gegessen habe ich noch gar nicht, obwohl ich mir extra Brötchen aufgebacken habe. Naja. Was ich aber auch zeigen wollte, ist, dass unser Snapchat-Geofilter endlich online ist. Das hat irgendwie richtig lange gedauert. Sehr, sehr lange. Wir haben schon nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt kommt. Aber er ist da und den zeige ich euch jetzt mal. Also wer von euch Snapchat kennt, der kennt das jetzt. Ich erkläre das nicht. Wer es nicht kennt, der hat jetzt Pech gehabt. Oder fragt einfach nach. Ich mache jetzt einfach mal ein Foto. Hier. Zack. Und wenn man dann nach links swipe, ist unser Geofilter da. Ich hoffe, das ist jetzt zu erkennen. Da kommen definitiv auch mehr in der nächsten Zeit. Nicht nur für Usedom, auch ein paar andere. Wir haben da noch so ein paar Ideen, wofür man die gut einsetzen kann und wie wir die einsetzen wollen. Und naja, kommt alles demnächst. Gut, das war's für dieses Vlog. Also, und ich gehe jetzt ganz fix duschen und dann muss ich ganz schnell zur Arbeit. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Das muss aufhören. Alles immer so knapp und auf den letzten Drücker. Trockenbrötchen. Trockenbrot macht Fangbrot. Yeah.